Hi Leute und herzlich willkommen zum Clash of Clans Rashcore Clan Let's Play heute am Dienstag. Und ich war ja das Wochenende nicht da, darum mache ich heute die stellvertretende Auszeichnungstag, Auszeichnung, Kotze, Gott. Und genau, und der, also, ich möchte jetzt mal was dazu sagen. Ich habe gesagt, dass die Emma, die ist hier ganz unten, dass, weil die schon so lange dabei ist, stellvertretende wird. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Emma sich jetzt gar keine Mühe mehr macht. Wahrscheinlich Emma, also so heißt sie hier im Spiel, die heißt ja in echt, ja, sage ich jetzt nicht, aber ich weiß, wie sie in echt heißt. Auf jeden Fall habe ich irgendwie das Gefühl, dass du dir keine Mühe gemacht hast, wo ich gesagt habe, ja, okay, du bist schon so lange dabei, ich mache dich auf jeden Fall stellvertretender. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, du gibst dir keine Mühe mehr, darum gebe ich dir jetzt nochmal... Darum gebe ich dir bis Sonntag jetzt noch, also quasi 5 Tage, Zeit, dich zu beweisen, wenn du über 100 Truppen spendest. Dann wirst du stellvertretende. Weil du hast ja gesagt, du warst auch nicht da, das verstehe ich. Darum gebe ich dir jetzt nochmal Zeit, um dich zu beweisen. Sonst ist es auch unfair im Gegensatz zu den anderen, weil der Tim, der hat auch gerade schon gefragt, ob er denn stellvertretender werden darf. Und es haben wirklich sehr, sehr viele gespendet. Der Sergio Bambus hat echt gut gespendet. Aber... es sticht natürlich einer raus, den habt ihr wahrscheinlich alle im Clan auch schon gesehen, den Killer mit 959:0. Und er hat auch, also er hat wirklich richtig die ganze Zeit Pockys gesammelt, er versucht die ganze Zeit Pockys zu sammeln, spende die ganze Zeit, will nichts haben dafür, finde ich richtig geil. Ich habe auch gerade nochmal versucht, mit dem Killer zu skypen, aber ich kann schon, aber ich weiß nicht, wie lange ich bleiben kann. Ja genau, ich schau mal, ob ich ihn jetzt einfach mal anrufe. Weil den mache ich jetzt heute mal zum Stellvertreter, weil der hat sich wirklich echt Mühe gegeben. Für alle anderen, es ist immer noch die Möglichkeit, Stellvertreter zu werden, wenn jetzt auch wirklich so wie der Killer einfach konsequent nur noch spendet, aufsteigt, immer nett seid, das ist wirklich was richtig Gutes, dann werdet ihr auf jeden Fall Stellvertreter. Und meine Aufnahme ist gerade eben abgekackt, wo ich Skype geöffnet habe. Hab ich verpennt, wenn man ein anderes Programm öffnet, dass Fraps aufhört aufzunehmen. Scheiße. Jetzt habt ihr natürlich nicht miterlebt, wie ich den Killer stellvertretende gemacht habe. Stellvertretenden Mitanführer heißt er jetzt. Mitanführer gemacht habe. Naja, so spektakulär es war jetzt nicht. Jetzt seht ihr, dass der Killer ist jetzt Mitanführer. An dich, Killer. Bitte gib dir wirklich Mühe, du kannst auch gerne Mitteilungen an den Clan schreiben. Du kannst, also ich hoffe mal, dass du es machst, dass du quasi immer nett bist, dass du weiterhin schön spendest, dass du immer neue Leute reinholst, wenn wir voll sind. Dass du, wir können ja über Skype reden, dass du mir sagst, wenn irgendwelche Probleme vorkommen und so, sowas. Ja, so Fähigkeiten muss der Stellvertretende schon zeigen. Und... ich habe auch gerade eben nochmal geguckt, auf welchem Platz wir sind. Wir sind derzeit auf dem Platz 76.400 und ein paar Gequetschte. Ein paar Ungequetschte, ein paar Gequetschte sind immer dabei. Und dann schaue ich. Und da wären wir auf dem Platz 76.170. Gerade eben waren wir noch 400 Plätze dahinter. Ist natürlich immer schön, wenn man aufsteigt. Fehlen jetzt noch 1.170 Plätze. Dann sind wir unter den Top 75.000 dieser Erde. Das müsst ihr euch erstmal reinziehen. Bei 2 Millionen Clans ist es schon mal eine richtig geile Zahl. An alle anderen habe ich gerade eben, glaube ich, auch schon mal in der anderen Aufnahme gesagt, ihr könnt gerne weiter spenden, wenn ihr richtig rausstecht. Dann werdet ihr auf jeden Fall stellvertretender. Und eben in der Aufnahme, wo leider abgekackt ist, weil ich Skype geöffnet habe und nicht gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht mehr läuft, haben wir auch gemerkt, dass der Freddy zu wenig gespendet hat und zu viele Truppen erhalten hat. Also Freddy, wenn du nicht so viel... also wir haben auch gesagt, haben die im Chat geschrieben, dass man den kicken soll und so. Ich überlege es mir mal nochmal eine Nacht. Wenn du jetzt nochmal gut spendest, Freddy, dann bist du auf jeden Fall noch drin. Ich kicke auch nicht gerne so Leute, die unter den Top 10 sind, weil das macht wirklich schon ein paar tausend Plätze aus, wenn ich so einen hochwertigen kick. Wenn ihr natürlich einen habt, der viel besser ist, dann kicke ich gerne andere Leute, die inaktiv sind. Hier ganz unten sind ein paar Leute, ich weiß nicht, ob sie inaktiv sind.
der Roman zum Beispiel, der hat immer, also der ist noch immer nicht nominiert. Der Alle Dogs, den kenne ich persönlich, der hat mit mir den Kanal gemacht, der versteht das Spiel nicht. Und der Ben, der ist mein Bruder, also das ist nicht so schlimm bei dem, aber der Roman zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob der inaktiv ist. Gestern war der auch schon. Ich kann jetzt einfach mal kicken. Roman, du bist jetzt der Erste, der in der Aufnahme gekickt wird. Seh es als Ehre, als ehrenhafter Abschied. Du kannst gerne in Rashcore 2 gehen. Den Clan gibt es ja immer noch. Geh bitte in Rashcore 2. Die brauchen wirklich, Roman, ja. Die brauchen wirklich Mitglieder. Geh da bitte, bitte, bitte rein. Bitte, bitte, bitte. Noch da ganz alleine. Oh, er fühlt sich gerade ganz alleine, weil er ganz alleine im Chat ist, ganz alleine. Killer allein daheim und so. Und ich kann mal schauen. Also gerade eben gab es sie den Clan noch. Ich schätze mal, den gibt es jetzt immer noch, aber ja. Zwei Mitglieder sind es, also der Lord Lust 2.0 und der Lennart 7. Ich lese auch immer den Rashcore 2 Clan vor. Ihr könnt gerne beitreten, dann seid ihr auch in der YouTube. Das Einzige ist halt, wo dass ich halt nicht die Leute angucken kann. Doch, kann ich schon, aber das wird ein bisschen zu umständlich und halt nicht die Clan-Kriege. Den Rest kann ich alles zeigen vom Rashcore 2 Clan, also ihr könnt da auch gerne beitreten. Und ich habe auch eben in der Aufnahme die leider abgekackt, es regt mich schon wieder auf. Habe ich auch darüber geredet, wie geil ich es einfach finde, dass wir die letzten zwei Clan-Kriege gewonnen haben. Jetzt haben auch welche gesagt, dass wir öfters Clan-Krieg machen sollen. Nee, also mir wäre das meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Zweimal in der Woche Clankrieg, da ist nicht mehr die Spannung dabei, die Aufregung. Das macht dann wirklich mehr Spaß, wenn man so einmal in der Woche macht. Und ich habe auch gesagt, Rashcore hebt sich wirklich langsam wieder auf. Wir stehen wieder auf aus dem Boden und kämpfen uns zurück an die Spitze der Clans. Und ich würde mal sagen, ich bin ja mal off. Nee, also er geht jetzt mal off. Und was steht da noch? Und danke nochmal, Tim. Ja, nichts zu danken. Du hast dich auch richtig angestrengt. Wo war ich gerade? Also wir kommen jetzt langsam wieder aus dem Boden heraus. Wir gehen an die Spitze der Clans, kämpfen uns zurück. Und dann kommt natürlich nächste Woche die Weltherrschaft. Ganz klar. Damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann morgen bei Castle Clash Schlosskonflikt wieder oder übermorgen bei Clash of Clans. Ciao, Leute.